Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Ich bin jetzt hier mitten im Spiel schon und habe schon einige Punkte gemacht. Das lag daran, dass ich eben einen ganzen Part quasi aufgenommen habe, ein technisches Problem entdeckt habe und die Aufnahmen nutzlos wurden. Ja, also wirklich absolut nutzlos. Schade. Ich werde dann einfach nochmal anfangen, ich lasse mich ja nicht unterkriegen. Also fangen wir jetzt an. Im letzten Part habe ich eigentlich ziemlich Bude gerockt und es ist echt schade, dass ihr es nicht gesehen sehen könnt. Ich habe nämlich zwei Goldstars gemacht. Ja. Vielleicht kurz eine Erklärung zu dem. Naja, okay. Eigentlich, ja, genau. Zu dem Video, was ich neulich gepostet habe. Let's have some culture. Song for the Special One. Ja, das ist ein Lied, was ich tatsächlich für jemanden geschrieben habe. Für jemand ganz Besonderes. Die Besondere halt, ne? Was logisch ist. Bei diesem Namen. Und es ist einfach. Ja gut. Wir sind auf keinen Fall noch nicht zusammen. Also wirklich, davon kann ich nicht ausgehen. Kannst. Nein, bin ich. Was wollte ich sagen? Ich bin gerade. Nein, also es ist einfach jemanden, den ich sehr, sehr mag. Und ja, ich habe mir einfach mal meine Gedanken und meine Gefühle so vom Leib gespielt, weil es sich einfach in dem Moment richtig anfühlte. Und ja, dadurch. Durch mein Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin, mit dem Lied, hat sich eigentlich gezeigt, dass ich da das Richtige getan habe. Und ja, vielleicht sieht dieser jemand ja mal irgendwann dieses Video und denkt, Farewell ist ja voll der Schleimscheißer. Oder auch nicht. Vielleicht ist es ja auch relativ schmeichelhaft. Who knows? Auf dieser Karte, wir sind auf der Karte, hier wird alles in die Luft gejagt und Farewell ist mittendrin. Karte? Nein, wir sind tatsächlich auf der Karte Isla Innocence. Die unschuldigen Inseln. Was hier unschuldig ist, weiß ich nicht. Allerdings spielen wir im Modus Rush, wie immer. Naja, wie häufig. Habt ihr eigentlich schon mal Eroberung gesehen? Ich glaube ja. Ja, ihr habt schon mal Eroberung gesehen. Und wir sind auf der Seite der US-Amerikaner. Sind schon mitten im Spiel. Wie gesagt, die alte Aufnahme war einfach nicht zu gebrauchen. Ich hatte keinen Sound. Das ist das Problem mit Pana X, was ich hier immer so ein bisschen austricksen muss. Das ist auch das Problem, wenn man Programme austricksen muss, bevor man überhaupt aufnehmen kann. Dass teilweise man vergisst, diese Programme auszutricksen und sie einfach nicht funktionieren und ein Gegner. Oh Gott. Was? Das war ein Hilfe, mein Kill? Achso. Einer auf mich ausgeschaltet. Okay. Und ich bin ausgeschaltet. Ja. Pech. Ja, das ist das Problem, wenn man mit Programmen rumtricksen muss, bevor sie überhaupt funktionieren. Normalerweise wäre das schon lange der zweite Part gewesen. Ist so ein bisschen bitter, aber. Was möchte man machen, nicht wahr? Was möchte man machen? Wir gehen weiter. Wir sind hier schon zweimal zurückgefallen. Einmal erst zurückgefallen. Pardon. Einmal sind wir zurückgefallen. Das heißt, unsere Kontrollpunkte A und eigentlich da B sind jetzt schon sehr stark mitgenommen. Und der Gegner muss uns noch einmal zurückdrehen und dann ist er in der finalen Zone, sag ich mal. Der Gegner hat jetzt auch schon Helikopter. Auf dieser Karte hat er immer zwei Stück zur Verfügung. Aber ich habe das Gefühl, Helikopter sind hier, gerade diese Truppenhelikopter sind hier nicht so mächtig. Oh, Hilfe bei Kill. In der Luft abgeschossen. Ja, gerade weil sie extrem wackelig zu steuern sind und man von da aus eigentlich nichts treffen kann und man extreme Lags hat. Also ich habe jetzt extreme Lags. So. Oh, immer noch. Meine Güte. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh! Das ist das Problem, einfach mit diesem Spiel. Sobald man Lags hat, hat sich's für einen erledigt. Weil man nicht mehr reagieren kann, man kann nichts mehr machen, man ist schutzlos ausgeliefert. Hat sich zum Glück gegeben. Wie gesagt, ich muss hier ja immer beten, dass die Verbindung standhält und ich nicht mittendrin irgendwie abschmiere oder oh, wir werden vom Panzer behakt. Ja, das lässt sich so langsam laufen, das war immer noch Lag induziert. Hier ist Leaf 3. Hallo Leaf 3. Das war aber ungesund. Ja, die Pistole ist einfach sehr, sehr stark irgendwie. Also Pistolen sind hier in diesem Spiel wirklich stark. Es ist immer beeindruckend. Man glaubt es gar nicht, aber die Pistolen sind wirklich eine gute Alternative. Es ist nicht so, dass man total schutzlos ausgeliefert ist, wenn man jetzt mit einer Pistole anfängt zu kämpfen. Im Gegenteil. Ich kenne Leute, die kämpfen tatsächlich lieber mit einer Pistole, weil sie die Waffe einfach stärker finden. Und gerade wenn man nachlädt, ist das einfach besser. So, Handgun Efficiency Nadel. Sehr schön. Man kann uns echt nicht mal durchladen hier.
Diese Karte ist charakteristisch dafür, dass ja so eine Art Omaha Beach-Landung immer erfolgt und man die relativ leicht zurückschlagen kann. Das macht diese Karte für den Angreifer extrem schwierig, für den Verteidiger aber umso leichter, logischerweise. Ich habe mir sagen lassen, dass Battlefield nicht in allen Versionen ab 18 ist. Ich habe offensichtlich so nach eigenen Recherchen, habe ich die 100% Uncut-Version, ohne dass ich es wusste. Ich habe sie einfach. Ich habe das Spiel aus dem Regal genommen und plötzlich hatte ich diese Version in der Hand. Die ist ab 18. Die normale Version, so wie ich das jetzt verstanden habe, oh, Granatenkill, ist ab 16. Das heißt, ich muss mich bei einem User entschuldigen, der mich darauf hingewiesen hat. Allerdings auch nicht förmlich richtig, aber der mich darauf hingewiesen hat und dem ich, naja, eine nicht ganz nette Antwort gegeben habe, weil ich dachte, das wäre ein klares Ding. Ja, also tut mir leid jedenfalls schon mal, fühlt sich sicher angesprochen, wenn du meine Videos noch guckst nach dieser Sache. Nein, so schlimm war es nun auch nicht, aber ich möchte mich entschuldigen, weil er hatte recht. Gut, noch was. Viele von euch haben mir Spielevorschläge eingesendet und danke dafür, jeder einzelne Vorschlag. Ich habe mir natürlich alle durchgelesen und ich habe auch alle beantwortet. Sehr viele coole Vorschläge dabei und ein Vorschlag fand ich so gut, den habe ich übernommen. Es ist Day of the Tentacle, ein Uraltspiel, ein Asbach-Uraltspiel 1908X, also wirklich 80er Jahre, ein Point-and-Click-Adventure, eines der besten Spiele überhaupt, sagt man, und ja, aus diesem Grund und weil es nicht mal was anderes ist, werde ich dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht genau, wer mir das jetzt vorgeschlagen hat, ich habe es nicht im Kopf, es tut mir leid, du fühlst dich angesprochen. Danke für den Einsendung. Ich habe dich ja erstmal auf die Zukunft vertröstet. Ich werde es jetzt auch nicht morgen machen. Auf keinen Fall. Aber sei versichert, dass ich es mache, weil ich wollte dieses Spiel schon immer mal spielen. Und es ist eine super Einsendung. Also wirklich ganz klasse. Werde ich auf jeden Fall machen. Day of the Tentacle, ein LP, was geplant ist. Jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja, und dieses LP wird dann auch... Oh, guckt mal, Antigravitationsholz! Nur in den seltensten Regenwäldern. Gravitationsholz. Also, das wird auch wahrscheinlich blind geschehen. Ich weiß, bei Point-and-Click-Adventures ist das immer so eine Sache. Aber, ich bitte euch dann nicht zu spoilern, weil, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Es soll voller Überraschungen und witziger Sachen sein. Und deswegen bitte ich euch... es nicht zu tun. Ich weiß, es geht um Zeitreise. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ja, ich habe auch schon Reviews, Sniper. Und gewonnen. Sniper sind mir egal, wenn ich gewonnen habe. Ich habe auch schon Reviews davon gelesen und, ja, soll ein ganz tolles Spiel sein. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Echt klasse. So. Worüber kann ich reden? Wir haben gewonnen. Ich muss euch sagen, dass ich Rang 28 mittlerweile bin. Ich habe ein bisschen mit einem Kumpel gezockt. 12-7, das ist durchaus annehmbar. Und wir haben 1529 Punkte. Der Part, der leider versaut wurde, da hatte ich 12.000 Punkte. Ich hatte nämlich 2 Goldstars gemacht und habe sonst auch relativ gut gespielt. Ja, glaubt's mir einfach. Es ist die Wahrheit. Okay, und diesmal sind wir Angreifer. Da wir das stärkere Team sind, könnte das durchaus interessant werden. Wir warten erstmal noch auf ein paar Verbündete. Weil es ansonsten sehr ungemütlich werden könnte. Ja. Ja. Ja, okay, wir haben jemanden drin. Oh, das klang auch sehr falsch eigentlich. Wir werden jetzt versuchen, ein wenig von hinten diese Gegner anzugreifen, da ein Frontalangriff auf dieser Karte immer sehr tödlich ist. Ich will hier nicht Spawnkill betreiben, aber manchmal... Da ist zum Beispiel schon mal einer. Habe ich... Hallo? Bin ich mal getroffen? Ja, ein Frontalangriff ist hier immer sehr, sehr tödlich und... Hilfe bei kritischem Kill, das ist ja schon mal etwas. Deswegen muss man sich hier ein bisschen rumschleichen. Egal, das ist sneaky. Und, dann wird das auch was, manchmal. Manchmal. Und, ja. Es ist unglaublich, wie viel Zeit und... Naja, nicht unbedingt Geld bei mir jetzt, aber wie viel Zeit man eigentlich in einen Menschen investieren kann, wenn man ihn genauer kennenlernen möchte. Alles ausgedacht. Gott.
ist mir aufgefallen, also ich rede jetzt nicht unbedingt von derjenigen, der mein Song gewidmet ist, sondern vielmehr auch so, meinetwegen Bekanntschaften einfach. Leute, die man einfach. Schande. Leute, die man einfach kennenlernen möchte. Man investiert sehr, sehr viel Zeit einfach in den Kennenlernprozess, sag ich mal. Und das ist eigentlich auch recht schön, aber irgendwie auch recht stressig. Naja. Gut. Wir haben volle Squads. Sind meine Squad-Member da? Ah, sie saßen im Helikopter. So, langsam muss ich den Part auch moderieren, weil. What the fuck? Was war das denn? Oh, er saß im Boot. Respekt. Coole Sache. Oh, und hier ist eine Rauchgranate. Und, ja, Rauchgranaten haben eigentlich echt nur einen visuellen Effekt. Sie erschweren die Sicht, wie ihr sicherlich seht jetzt hier. Nebel. Und das finde ich auch sehr cool an diesem Spiel, dass. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man die Gegner später ortet oder so. Es ist einfach nur so, dass es wirklich die tatsächliche Sicht von einem erschwert. Und sehr cool, dass es grafisch mittlerweile so umsetzbar ist, dass es tatsächlich der Fall ist. Genauso wie Sniper, man sieht sie nicht schwer, weil sie irgendwie getarnt sind oder durchsichtig, sondern weil sie einfach sich in die Umgebung anpassen, weil sie so gut in die Umgebung verschmelzt mit ihrem Charaktermodell. Naja, gut Leute, das soll es gewesen sein für diesen Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Ich bin Farewell, vergesst nicht die Kommentarfrage der Woche. Die Kommentarfrage der Woche ist, was trinkt ihr? Ja, schreibt mir eine Antwort in die Kommentare und wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer.